Hier kommen die fünf einfachen, aber nicht leichten Gewohnheitsänderungen für Möbelverkäufer, die garantiert zu mehr Umsatz führen. Erstens, sorgen Sie dafür, dass der Kunde Sie auf den ersten Blick in Bewegung und in Aktion erlebt. Menschen entscheiden innerhalb von 5 Millisekunden, das sind 5000stel Sekunden, ob sie jemandem trauen, und in einer halben Sekunde entscheiden sie, ob sie jemanden mögen. Nichts ist für den ersten Eindruck schlimmer als Verkäufer, die inaktiv rumstehen oder gar in Clubs zusammenhängen oder zusammenstehen. Zweitens, nehmen Sie Blickkontakt auf und grüßen Sie jeden Kunden, nachdem Sie Blickkontakt hergestellt haben. Sprechen Sie aber darüber hinaus den Kunden erst an, wenn die Kunden an der Ware stehen, und dann von vorne und nach Aufnahme von Blickkontakt. Menschen in voller Fahrt zu stoppen, misslingt meist und führt oft dazu, dass der Kunde sich auf das "Ich möchte nur mal schauen" festlegt. Und dann ist er noch schwerer zu öffnen. Drittens, sprechen Sie weder mit Kii steht für "Kann ich Ihnen helfen" an, noch sprechen Sie direkt über die Ware, sondern mit einem unverfänglichen Eisbrecher. Stellen Sie sich vor, Sie sind Gastgeber auf einer Party und Sie wollen dafür sorgen, dass sich alle Gäste erstmal wohlfühlen, obwohl Sie gar nicht alle kennen. Viertens, malen Sie vor dem Warezeigen, ohne den Kunden zu fragen, überraschend ein Rechteck auf einen Block, den Sie natürlich dabei haben müssen, und fordern Sie den Kunden dann auf, Ihnen die Türen und Fenster einzuzeichnen. Dies ist eine Kontaktskizze und keine Planungsskizze. Sie dient lediglich der Bedarfsermittlung und den Kunden ans Reden zu kriegen. Es ist eine Ausrede, um viele Fragen stellen zu können. Fünftens, gewöhnen Sie sich offene Fragen bei der Bedarfsermittlung an. Die Leute kaufen keine Möbel, sondern sie kaufen Räume und Träume. Und sie kaufen sie aus einem emotionalen Grund. Fragen Sie zum Beispiel, worauf kommt es Ihnen bei einem Sofa an? Anstelle der üblichen Fragen, Leder oder Stoff, Ecke oder Kombination, mit Funktion oder ohne. Verkäufer, die diese fünf einfachen Regeln beachten, machen bis zu 80% mehr Umsatz als der Durchschnitt, der überall gleich verkauft.